Was mir hier an der Hochschule besonders gefällt, ist eigentlich, dass die Sparte sehr breit ausgefächert ist. Also man hat hier die Wahl, eben in den Rockbereich reinzuschuppern, Pop zu studieren oder eben auch in den Jazzbereich genau hineinzuschnuppern und das ganz intensiv irgendwie auszuüben. Es gibt super viele Sessions, man trifft ganz viele verschiedene Künstlertypen und Musiker, mit denen man Musik machen kann. Also die Berufe, auf die wir ausbilden, beziehungsweise das Berufsbild, was dann nach dem Studium ansteht, das ist sehr vielfältig. Das kann man gar nicht wirklich hundertprozentig beantworten. Das sind die verschiedensten Bereiche im Musikbereich, dass die in Bands spielen, als Freelancer, freiberufliche Musiker unterwegs sind in den verschiedenen Bereichen, dass sie es selber mit ihren eigenen Projekten versuchen, dass sie unterrichten, dass sie produzieren, ein Studio aufbauen oder in Studios arbeiten, Songs für andere schreiben oder eher in diesen Medienbereich reingehen. Diese Möglichkeiten bestehen, die probieren sie aus während des Studiums und arbeiten, wie gesagt, während des Studiums auch unter Umständen schon parallel. Session in Hannover, das wird teilweise von Studenten organisiert, ist aber auf jeden Fall auch eine studentische Session, das heißt, da treffen sich alle donnerstags abends und spielen. Dann gibt es ein paar Projekte von Studenten. Es gibt die Marlene, das ist ein Club, wo zum Beispiel viele Hochschulveranstaltungen stattfinden. Studio, Big Band, das hängt immer davon ab, was für eine Besetzung ist. Die ändert sich natürlich jedes Semester oder alle zwei Semester. Jetzt im Augenblick zum Beispiel ist sie gerade sehr gut und wir haben dieses Semester relativ viel zu tun. Große Konzerte stehen an, Workshops im Saal hier, also auch außerhalb. Also da ist eine Menge los im Augenblick. Das Beste an der Hochschule ist einfach, dass man hier auf Leute trifft, mit denen man gemeinsam musikalische Projekte verwirklichen kann. Das ist einfach ein Pool von kreativen Menschen, die man sonst vielleicht nicht so treffen würde. Dann gibt es den Kulturpalast und das GIG in Linden, am Lindener Marktplatz und am Schwarzen Bär, die beiden Läden. Da findet die Session statt und da sind auch öfter Konzerte, auch von Studenten. Und zuletzt natürlich der Jazzclub. Das ist ganz toll, weil da die Zusammenarbeit im Augenblick auch besser oder viel besser geworden ist und einfach oft Konzerte stattfinden. Die Vielgestaltigkeit des Studienangebots, eben durch diese verschiedenen Studiengänge und auch die Offenheit und die Aufgeschlossenheit der Lehrenden gegenüber der künstlerischen eigenständigen Entwicklung der Studierenden, meines Erachtens höher ist als an vielen anderen Hochschulen in Deutschland oder zum Beispiel auch in Benelux. Das gefällt mir besonders, dass das hier im Hause möglich ist, dass es ein Biotop ist, was ungewöhnliche Gewächse hervorbringt, wo man die Möglichkeit hat, noch zwischen den Genres etwas für sich zu entdecken und etwas zu tun. Es ist ein kleines Haus, die Betreuung ist relativ persönlich und die Offenheit untereinander ist letztendlich in diesem Bereich doch so groß, dass sowas entstehen kann. Das finde ich wunderbar. Also es ist eine verrückte Ménage à trois.